So, da sind wir wieder. Wir gehen jetzt wieder hoch. In die Hallen des Feuers, genau. Lassen den Kriegereingang links liegen und gehen in Richtung Magiereingang. Und meine Fackel ist ausgegangen. Also nehmen wir die, die da gleich liegt. Und dann gucken wir nochmal, ob wir das hier schaffen. Da ist auf jeden Fall schon mein Feuerelementar, mal wieder. Na komm her. Nein. Nein. Da ist noch eins. Mist. Und das war daneben. Sehr schön, das ist eingefroren. Dann können wir es verhauen. Oder auch nicht. Alles andere steht uns jetzt im Weg. Toll. Hilfe. So, Nummer 1 ist ausgeschalten. Und Nummer 2 müssen wir jetzt ohne fremde Hilfe ausschalten. So. Jetzt erstmal kurz schlafen. Damit er sich hochheilen kann. Eieiei. Das war ganz schön knapp. So, mal gucken, ist was respawned? Nö. Hat jemand Hunger? Ja. Ups. Das war falsch, das war ein Heiltrank. Egal. Habe ich ja noch genügend. So, und jetzt nochmal zu dem Rätsel hier. Da ist schon mal ein Schlüssel und da ist ein Feuerelementar. Das kenne ich ja noch. Also das ist noch aus dem Hauptspiel. Sobald man den Schlüssel erreicht hat, spawnt das Feuerelementar. Hier, so. Und was hat das jetzt gemacht? Ach, die Grube hierzu wahrscheinlich. Und hallo, noch ein Feuerelementar. Das uns jetzt hier im Weg steht. So. Das dürfte aber jetzt hier nicht das einzige gewesen sein, was passiert ist. Erstmal kurz hier drüben umgucken. Ah. Das war nicht richtig. Das war falsch. Jetzt sind wir wieder am Eingang und dürfen das Ganze nochmal machen. Wie viel hat sie abgekriegt? Sie hat noch gut Leben. Ich höre jetzt auf jeden Fall hier eine Schnecke rumkriechen. Ich wollte den Knopf da nämlich noch drücken. Den habe ich nämlich zu spät gesehen. Der müsste ja auch irgendwas Tolles machen. Und was machst du? Ich habe nicht wirklich was gesehen, dass du was machst. Du bist eine Blitzbombe. Was machst du eigentlich?
Achso, du machst die Falltür da auf und zu. Jupp. Also versuchen wir das Ganze nochmal, weil ich will jetzt wissen, was genau dieser Knopf macht. Ah, okay. Jetzt habe ich es kapiert. Der Knopf hat die Tür hinter uns nochmal aufgemacht, also zugemacht, dass wir die Fackel rausnehmen können. Okay, gut. Und hier ist das Schwert von Nex, was ich gemeint habe. Und Kettenhosen, von denen wir schon welche anhaben. Gut. So, dann würde ich sagen, das nächste, was wir machen, ist kurz zum blauen Kristall zurückgehen. Ah, was ich da höre, ist die Krabbe auf der anderen Seite. Ich hätte schwören können, ich habe da schon gerade wieder ein Feuerelementar gesehen irgendwo. Aber das ignoriere ich jetzt mal. Ich will erstmal zum blauen Kristall wieder. Hier durch. Und genau hier. Erst einmal hier durch. Dann, was ist hier? Die Lurker-Weste. Haha, noch ein Teil vom Lurker-Set. Und die Passantentunika kann hier bleiben. Aber Talisa braucht was zu essen. So. Das geht langsam, aber wirklich langsam zur Neige, das Essen. Gut, wir haben hier noch einen vollen Sack. Okay, der ist zu viel für ihn. Kriegt. Der ist noch schwerer, okay. Naja gut, der ist auch ziemlich voll überladen mit seiner schweren Rüstung. Der braucht dringend mehr Stärke. Aber gut. Blauen Kristall mal kurz anklicken. Und dann will ich noch einmal zurück in die Hallen des Feuers, weil ich will wissen, wer auf uns wartet. Also da gab es ja diesen Schriftzug, er wartet. Ich verwechsel das immer. Die Sonne geht auf, wo Greenwich ist, in der Mitte bei 0. Hier ist plus 1 in Deutschland. Die Sonne geht im Osten auf. Habe ich recht? Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Also ist das hier die östlichste Sache zum Runterspringen. Hallo. Sei nicht so hartnäckig. Lass dich einfrieren. Genau. Dankeschön. Weil früher hieß das einfach nur Westmost, das Rätsel, also am westlichsten runterspringen. Aber hier scheint es dieses Mal am östlichsten zu sein. Und hier steht auch hier Waits. Also müssen wir da runterspringen. Na gut, wagen wir es mal. Goldenes Grab und hallo Schneckenkönig. Speed Potion trinken, sobald die... Jetzt.
Aua, was bist du denn für ein garstiger Zeitgenosse? Hilfe. Geh, sterb endlich. Aua. Aua. Das ist der Schneckenkönig. Aua. Okay. Gegen den sollten wir dringend was unternehmen. Erst einmal Flaschen zu ihr. Die kannst du mal leer trinken. Die zu ihm, auch wenn er dadurch überladen ist, dann gib mal das zu ihr. Ein Mana-Trank an ihn. Und noch einen Heiltrank an ihn. So. Sodele. Heieieiei. Okay, da unten lauert der Schneckenkönig auf uns. Ich hatte mal in Erinnerung, dass das eine... Krabbe ist. Aber gut. Die zwei Feuerelementare ignorieren wir einfach mal und springen hier runter. Aua. Geben ihr Feuerbomben in die Hand, auch wenn sie dadurch überladen ist. Und sobald das wieder hochgeht, kriegt er die Speed Potion. Das war zu schnell getrunken. Okay, mit Feuerbomben mache ich ihm schon mal Schaden. Du trinkst auch mal was. Feuerbombe. Heiltrank. Feuerbombe. Er hat sich weggeportet. Der Schneckenkönig, gratuliert euch zu eurem Sieg und sagt, wir werden uns wiedersehen. Und dafür, dass wir ihn besiegt haben, haben wir... Erfahrungspunkte gekriegt. Okay. Flaschen erstmal alle zu ihr hier. Da hast du noch einen Mana-Trank. Okay, also erstmal Kräuter ein bisschen sortieren. So. Die brauchen wir ja so nicht. Wo ist die Krone? Die kann auch da rein. So, dann wollen wir mal Heiltrank. Und noch einen Heiltrank.
Schwert wieder zu ihm. Schlafen. Ohlalü, das war jetzt was, eine Aktion mit dem Schneckenkönig. Hätte ich echt nicht erwartet. Also Magie scheint ihm gar nichts ausgemacht zu haben. Und mit unseren Feuerbomben, die wir jetzt verschleudert haben, haben wir ihm wenigstens ordentlich Schaden gemacht. So, du hast noch 3 leere. Und das Ding brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. So. Haben wir etwas Platz. Leere Glasflaschen. Obwohl. Für Notfälle kriegt sie eine. Und sie kriegt eine. Und am Ende des Levels sortieren wir mal wieder aus. Wo habe ich mich jetzt hingedreht? Ich wollte... Genau, da lang. Aber bevor wir jetzt hier wieder den Teleporter springen... Und ja, ich mache schon wieder an derselben Stelle einen Cut. Und speichere. Bis gleich.